habe die Ehre. Ich bin's, der Birger, und eigentlich soll jetzt da keine Anleitung dafür brauchen, was ich jetzt gleich tue. Weißt, in Niederbayern, weißt, da sollst du das Weißbillen schon kennen, bevor du eigentlich als Lauf anfängst. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mehr als die Hälfte bei uns und nördlich vom Weißwurstig weiter sowieso kein Mensch einen scheiß Plan hat, dass fernab vom gemischten Klump, sprich vom Russen, vom Neger, darf er das? Von der Gasmaß, vom Radler mal gar nicht erst anfangen, nur ein feins Vollbier gibt. Nein. Auf Freilich? Und damit meine ich nicht eine normale halbe Hälse, weil wenn ich dir die erkläre, muss ich meine Feit sowieso himmelweit. Das heißt, wir hantieren wir dann nicht mit dem Kaltkachelwasser von deiner alten, sondern... Das ist Weißbier! Verstehst du mich? So, und folgendermaßen fangen wir mit der Sache an. Phase 1. Weißbier aus der Flasche. Geht einmal überhaupt nicht. Hiermit erteile ich jedem Bayern die Pflicht, an jedem Hans Wursten, den er Sekt, der Weißbier aus der Flasche saft, eine sichere Bockfotzen zum Gehen, dass er 14 Tage nicht mehr gerade aussieht. Hätten wir das einmal geklärt. Wir fangen mal an mit einem Weißbierglasel. Ein Weißbierglasel schaut folgendermaßen aus. Ganz, ganz furchtbar wichtig ist, dass das sauber ausgeschwabt ist und da keine Reste vom Spülmittel drin hängen oder du mit deinen Wichsgriffen da drin umeinander kreist, sondern halt sauber halt. Warum? Weil du ansonsten keinen gescheiten Schaum nicht zusammenkriegst und der Scheiß dich da drin ausschaut, als hätte der Epper ins Glas leibrunst. Ganz furchtbar einfach. Dann, Schritt 2. Machst dein Weißbier auf. Wie du das aufmachst, ist mir scheißegal. Mit dem Feuerzeug, mit dem Flaschenöffner, mit der Zeitung, mit der Tischkante, mit dem Kastenbier selber, mir völlig wurscht. Du hebst dein Glasel, nimmst deine Weißbierflaschen und holst dein Glasel in einem geschmeidigen 45 Grad Winkel hin und hängst deine Flaschen da rein. Und zwar so, dass das Weißbier in angemessener Geschwindigkeit am Glaselrand da reinlaufen kann. Und zwar so, dass auf der Stelle Prägel Schaum entsteht und das so lang, bis es quasi fast übergeht. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht dazu sagen muss, dass es nicht übergehen darf. Wenn du jetzt alles richtig gemacht hast und bis jetzt braucht man da wirklich kein Raketenwissenschaftler dafür sein, dann hast du ein wenig Restl in deinem Weißbierflaschel drin. Das ist Hefen und die ist wichtig. Die sitzt sich da am Flaschenboden an. Wie kriegen wir jetzt die da raus, ohne dass die Flaschen zhaust oder dass es umeinander beilst, als dass du das vierte Mal einen runterhauen. Heute. Du nimmst die Flaschen in alle zwei von deinen Händen und rollst das da wieder in angemessener Geschwindigkeit in deine Hände umeinander. Das machst du ein paar Mal und dann löst sich die Hefen da unten vom Flaschenboden. Verstehst du mich? Wenn das alles jetzt bis ihr so weit richtig gelaufen ist, dann gehst eiskalt her und schützt den Rest aus der Flasche auf der Glasel drauf und Teiligkeit aller Biere ist vollbracht. So einfach ist die ganze Geschichte. Und richtig gemacht hast du es, wenn ca. ein Viertel bis ein Drittel Schaum oben aufliegt und das Weißbier nicht klar, sondern trieb von der Hefen ist. Und furchtbar, furchtbar, furchtbar wichtig ist, nichts mehr in deiner Flasche drin hast. Und dann ist fertig. So schaut die Sache aus und so macht man sich ein Vollbier und keinen so einen hergemischten Scheißdreck. Und der Geheimtipp für alle die, die jetzt noch dabei sind. Es ist, wenn es draußen 40 Grad hat, so richtig anreitig im Schatten drin und jedem das Arschwasser in der Hosen zusammenläuft, dann nimmst du einen Zitronenspeidel und haust das oben rein. Dann wirst du dich wundern, wie du das Knirschen für ihre Haut. Lasst es euch schmecken. Prost. Habitiere.